Nachdem wir in den letzten drei Episoden erfahren haben, wie es Bowsers Schergen so im Königreich Bohnenland oder anders gesagt der zweiten Welt aus der Side-Story ergangen ist, geht es nun wieder bei unseren beiden Klempnerbrüdern weiter. Und die können es gar nicht abwarten, was man aber auch sehr gut verstehen kann. Denn Luke Miller hat die Sternbohne geklaut und Königin Marmella verflucht. Ein Hämewurm steckt in ihr drin und diesen bekommen wir nur mit Witzwein raus. Außerdem frage ich mich, warum ich jetzt schon speichere, obwohl noch nicht einmal 30 Sekunden des neuen Parts vergangen sind. Naja, Fragen über Fragen klären wir lieber die ganz wichtigen Dinge des Lebens, nämlich wie Witzwein entsteht. Tafel 1. Witzwein wird aus der Lachbeere gekeltert, die im Grinsewald wächst. Okay, cool. Dann Tafel 2. Man wirft die Lachbeere in ein gut mit Sirup gefülltes Fass. Tafel 3. Gibt man einen Witz hinzu, produziert die lachende Lachbeere blubbernde Bläschen. Also Witze von Mario Barth hätten demnach keine Wirkung. Nein, Spaß. Ich finde den eigentlich ganz cool. Also ich weiß, dass er heftig gehatet wird teilweise. Aber ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt. Da muss ich mich jetzt mal outen. Tut mir leid. Tafel 4. So erreicht der Witzwein in jahrelanger Humorarbeit seine vollendete Reife. Die edelste Form des Witzweins, überschäumend an Jux und Dollerei, ist als Cuvée extrem bekannt. Das ist französisch, wie ich dank der letzten Folge der Hauptstory weiß. Da habt ihr mir auf die Sprünge geholfen. Im Spiel gibt es generell ziemlich viele französische Wörter. Ich weiß nicht, ob der da auch dazu zählt. Vater des Witzweins und erster Schlossherr in Vino Veritas. Ist das französisch? Klingt eigentlich fast griechisch oder italienisch, oder? Naja, bin kein Experte, wie dem auch sei. Ich weiß es nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier eine Bohne ist, die wir markieren werden. Und dann schauen wir uns mal dieses Lager genauer an. Ziemlich viele Fässer, aber ob da auch der richtige Wein drin ist oder ob überhaupt Wein drin ist, keine Ahnung. Apropos keine Ahnung, ich habe da in der letzten Folge der Hauptstory auch ordentlich was zu verdauen gehabt. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, ich hatte da ja über Blöcke gesprochen, wo ich dachte, dass die auf dem Weg zu Luke Miller kommen. Allerdings, wie ihr mir geschrieben habt und ich mich dann auch selber erinnern konnte, findet man die im Gefängnis, also dort, wo Hilde Bohner eingesperrt war. Und nirgendwo sonst. Die haben wir also verpasst. Ich muss später nochmal zurückgehen und diese Blöcke, ja, aktivieren. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber hey, wo ist Luigi hin und wer bist du? Stehen bleiben, du Grattler! Luigi, was hast du gemacht? Wein gesoffen? Mann! Naja, solange du noch kämpfen kannst, ist alles gut. Ich habe das Gefühl, dieser Kerl ist böse. Gab's nicht hier oben auch noch Blöcke? Also diesmal schaue ich lieber doppelt und dreifach, nicht, dass ich nochmal was verpasse. Ihr sagt jetzt vielleicht, ja, ist doch nicht so schlimm, Junge, red dich nicht so auf, aber bei Spielen, die ich extrem feiere und die ich eigentlich auch ganz gut kennen sollte, ärgere ich mich halt schon doppelt und dreifach, wenn ich was falsch mache oder was vergesse. Da beiße ich mir so richtig in den Arsch. Da ist dieser Typ. Das war knapp. Claude, der Meisterdieb, um ein Haar auf frischer Tat ertappt. Neuer Soundeffekt, cool. Verdammt, was? Euch zeig ich's. Hey, stehen bleiben. Ey, Azubi, mach schon. Ja, Chef. Oh, Bowser? Ist es? Warum hat der da einen blauen Kopf? Ey, Azubi, dein Auftritt. Der rote und der grüne da, mach sie fertig. Jawohl. Sag mal, bist du's denn? Der rote und der grüne. Die zwei kenne ich doch von irgendwoher. Was? Azubi? Du kennst solche Spackos? Hey. Irgendwie kommen mir diese Nasen sehr bekannt vor. Diese ekligen Rotzbremsen. Quatsch, keine Opern! Ihr seid doch hinter der legendären Cuvée-Extrem her, genau wie ich. Hoho, ihr dürft mir nicht zuvorkommen. So wahr ich der berühmte Meisterdieb Claude bin, ich finde die Cuvée-Extrem vor euch. Azubi, auf sie! Let's
Blitze, go! Wow, chill mal deine Base, Alter. Direkt muss er den Fight auspacken. Aber okay, das soll mir recht sein, denn ich bin sehr gespannt, wie diese Musik hier geremixed wurde. Ich bin nämlich der Meinung, dass dieser Track hier fast schon der geilste aus dem Original war. Also den habe ich zumindest als Kiddie immer mega mäßig gefeiert und aufgedreht. Oh, gutes Stichwort. Ich glaube, ich mache mal für mich persönlich hier die Mucke ein bisschen lauter. Das muss ins Blut gehen. Und es klingt im ersten Moment auch richtig geil, aber ich weiß nicht, ob ich es besser als das Original finde. Naja, können wir ja später drüber philosophieren. Jetzt greifen wir erstmal an. Und zwar den lieben Bowser-Zubi. Ist er es denn wirklich? Wenn ja, was zum Teufel ist mit Bowser passiert? Gehirnwäsche? Oder warum zum Geier hat er sein Gedächtnis verloren? Muss ja schon viel passieren, wenn er sich noch nicht mal an Mario und Luigi erinnert. So, erstmal schön alle Angriffe abgeblockt. Und dann will ich euch was zeigen. Also zum einen den Hobbs-Brüder Plus-Move, den wir ja bislang noch nie einsetzen konnten. Ich hoffe, ich schaffe ihn. Weil ja, gerade deshalb wird es auch nicht ganz einfach mit dem Timing. Aber ich glaube... Ach komm, schauen wir es doch lieber nochmal an. Ist zwar ein bisschen unpassend, aber sicher ist sicher. A, B... B, A. Oder wie war das? Ja, A, B, B, A. Steht ja auch nochmal unten dran. Das sollte man hinkriegen, oder, Freunde? Let's go! A, B, B, A! So, allerdings, wenn man Claude angreift, dann wird Bowser-Zubi richtig sauer. Was macht ihr mit meinem Chef? Und das ist das Wichtigste, was man für diesen Kampf wissen muss. Niemals Claude direkt angreifen. Beim Konter ist es okay, aber setzt man einen Angriff direkt auf ihn, dann, kann Bowser-Zubi instant punishen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ganz im Gegenteil. Wir wollen seine Birne durchdringen. Viel sollte da eh nicht mehr drin sein. So. Schöner Hit, aber... Oh, oh, oh. Er aktiviert seinen Rage-Mode. Übrigens, wenn der Angriff von Claude klappt, dann kann er uns Items klauen. Beispielsweise Pilze und so dann Bowser-Zubi heilen. Das braucht sie auch nicht. Oh, wenn ich diese Bärte nur sehe, dann kommt es mir ganz heiß aus dem Magen. Chill mal, Alter. Wow! Was war das? Gut gemacht, Azubi. Weiter so. Er hat also sogar vergessen, wie man Flammenwurf einsetzt. Wie peinlich. So, da man nicht beide killen muss, gehe ich jetzt auf den normalen Hobbs-Brüder. Also ich habe es zwar früher immer gerne gemacht, aber es raubt eigentlich nur Zeit und ich glaube, mehr Erfahrungspunkte bekommt man auch nicht. Deswegen greifen wir nur Bowser-Zubi an, so wie man es ja auch tun muss. Mit einer Einzelpaar-Attacke nur auf ihn. Hobbs-Brüder und dann gleich nochmal Platsch-Brüder-Attacke. Ich muss nämlich ein bisschen sparen, was meine... BP angeht, aber ich fürchte, ich werde dennoch auffüllen müssen. Man sieht zwar immer anhand des Blinzelns, oder Zwinkern vielmehr, wen Claude angreift. Wow, dennoch finde ich es immer ein bisschen schwierig zu sehen. In so einem Fall drücke ich dann eigentlich immer ganz gerne beide Knöpfe. Ist halt die beste Taktik, wenn man sich unsicher ist. Und bislang wurden wir, glaube ich, auch noch kein einziges Mal getroffen. Alter! Heute wieder perfekte Leistung am Start. So muss das sein. Aber das ist die Musik, Leute. Das ist die Musik! Die ist so hypend! Der Knecht, ich kenne nicht wieder. Auen! Bowser-Zubi-Brosche. Ah, cool. Ah, Bowser-Zubi! Na, Claude? Das wird nichts mehr, oder? Normalerweise müsste er jetzt flüchten, also so war es zumindest immer im Original. Schauen wir mal. Nein? Er hat nicht genug? Ah, das merke ich mir. Ja, doch. Das ist ein scheiß Weichei. Spielt sich hier als Boss auf, aber dann doch Dünnschiss, wenn es eng wird. Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob man tatsächlich mehr Erfahrungspunkte bekommt, wenn man ihn killt oder nicht. Ich glaube nein, aber ihr könnt das gerne auch in den Kommentaren widerlegen, wenn es denn notwendig ist. Beide legen sie wie Dreck am Boden. Sehr schön. Azubi, was soll das?
Ist das der Dank dafür, dass ich dich aufgenommen habe, als du in den Bergen auf der Suche nach deinem Gedächtnis warst? Entschuldigung. Naja, ist jetzt auch egal. Wir müssen nur die QW extrem in die Finger kriegen. Kümmern wir uns nicht weiter um diese Typen. Azubi, los, Abmarsch! Hey, bleib stehen! Mann! Bowser! Du bist doch eigentlich auf unserer Seite, aber er scheint wirklich sein Gedächtnis verloren zu haben. Ich bin sehr gespannt, wie man das dann in die Nebenstory eingeflochten hat, weil normalerweise müssten wir ja dann in Welt 3 von Bowsers Schergen erfahren, wie Claude Bowser gefunden hat und wie er ihm geholfen hat, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob er das wirklich getan hat. Ich glaube eher, der hat ihn ein bisschen manipuliert, damit er für seine Zwecke arbeitet, ja. Das wird es eher gewesen sein, aber nun gut. Irgendwo gab es doch ziemlich sicher noch ein Secret. Da fress ich doch. Ein Besen, in dem so nicht so war. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man da oben drauf landen kann. Sieht ein bisschen so aus. Doch, geht. Und das ist eigentlich ein weiterer Beweis dafür, dass da was sein muss, oder nicht? Man sieht doch auf der Karte einen Höhleneingang. Also, es muss so sein, eigentlich. Ja, ja, da ist was. Aber was ein heftiges Secret, oder? Auf dem 3DS kriegst du es ja wenigstens noch angezeigt auf dem Touchscreen, aber im Original hast du das nicht gesehen. Oh, dafür war da aber auch ein Orden, oder? Moment, wir müssen sowieso mal schauen, weil wir ja gerade zwei neue bekommen, oder einen neuen bekommen haben, aber vielleicht einen zweiten noch. Mal gucken. Ja, dann war das eine Hose oder sowas anderes. Jo. Es war eine Hose. Blue Jeans. Die ist allerdings nur für Luigi. Robuste Jeans zur automatischen KP-Erholung. Ja, geiler Scheiß. Luigi, gönn dir. Besser als die Verteidigerhose. So, nun zum Orden. Macht im Kampf stark, das gute Ding. Okay. Boostet BP und Angriff. Das sieht eigentlich relativ nice für Mario aus. Oh ja. Ich bin zwar von diesem KP-Plus-Sprungorden auch überzeugt, aber guckt euch mal diesen Boost an. Da kann man nicht widerstehen, oder? Gönnen wir uns das also und weiter geht's. Dass wir die Blöcke gefunden haben, ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, weil wir spielen ja die 100%. Ja, Heilblock ist zwar am Start, aber ich verzichte. Da unten ist noch eine Bohne. Und ein Safe. Endlich wurde mal ein Bosskampf nicht durch einen Safe-Block vorher gespoilert. Weil ich fand den am Eingang, ja, legit platziert. Der hat jetzt nicht irgendwie einen Bosskampf oder so gespoilert. Weil ich mag es immer nicht, wenn direkt vor Bossfights Speicherblöcke sind. Dann kannst du ja schon fast denken, was abgeht. Erst recht, wenn ein Herzblock noch daneben ist. Wie? Was? Ich bin gerettet? Gestatten, Graf Bohn, der hiesige Hausherr. Was heißt D.ä? Des? Des Anwesens. Aber es ist ja ä. Oder der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein richer Guy. Das, glaube ich, kann man mal festhalten. Und ich bin sein Bruder, Graf Bonde. Ach, der Jüngere und der Ältere. Ach so, ja, klar. Jetzt macht's Sinn. Zwei seltsame Gestalten hatten uns in dieses Fass gezwängt. Ihr habt uns gerettet, oder? Ja. Und merkt ihr es? Auch die beiden sind wieder eine Abwandlung von Mario und Luigi. Das ist so ein Running Gag, den es eigentlich relativ häufig in den Mario und Luigi Games gibt. Erst recht in Superstar Saga. Finde ich auch nice. Hoho, fassen wir also zusammen. Die Übeltäter sind hinter der QW extrem her, die tief im Wald versteckt ist. Und ihr wollt also auch die QW extrem finden? Aber niemand weiß, ob dieser legendäre Witzwein wirklich existiert. Selbst wir. Wir haben die QW extrem noch nie getrunken oder auch nur gesehen. Das Innere des Grinsewalds ist ein heiliges Sanktuarium. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Hm? Was? Ihr springt auf eure Gegner? Ihr zerschlagt Felsen mit dem Hammer, um den Weg durch den Wald zu erschließen?
Nun, wir beide kennen die Tücken des tiefen Waldes, aber ich hege Zweifel, ob eure Kompetenzen wirklich genügen. Wer war gerade noch im Fass? Aber Brüderchen, vielleicht mit ihren Hämmern? Ehrlich gesagt, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Einen Moment bitte. WTF? Wo gehen die denn jetzt hin, Alter? Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass man gegen die auch noch kämpfen muss. Vielleicht muss man das ja sogar. Wie gesagt, Speicherblock und Heilblock. Oh oh. Nein, keine Sorge. Die sind nicht böse. Die Angst kann ich euch nehmen. Sie sind nur eigen. Spin. Gönn ich mir mal. Ach komm, ich bin ja eh fast geheilt. Die paar KP und BP, das füllen wir jetzt mit dem Block auf. Aber was ist euer Problem? Warum habt ihr euch gerade beraten müssen? Wir mussten uns nur kurz besprechen. Da ihr uns gerettet habt, bringen wir euch zum Dank zwei Hammeraktionen bei. Oha! Diese Hammeraktionen werden seit jeher in unserem Chateau von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn ihr sie beherrscht, werden sie euch im Wald wahrscheinlich von großem Nutzen sein. Wollt ihr neue Hammeraktionen lernen? Warte, was passiert, wenn man Nein sagt? Wir werden hier warten. Sie akzeptieren das? Okay. Ist nicht empfehlenswert, denn zum einen kommt man so nicht weiter und zum anderen bringen sie uns endlich bei, wie man die Beeren im Boden erntet. Unter anderem. So, wollt ihr es nun doch machen? Kluge Kerlchen. Ah, die schöne Tutorial-Musik. I like that. Nun, Grüner, zeig mir deinen Hammer. Ja, solange es nur der Hammer ist. verstehe. Mit diesem Hammer. Krass, Alter. Berühre zuerst das Symbol auf dem Touchscreen oder wähle es mit Hilfe von L oder R aus. Aktion dann mit B. Diese Hammeraktion stammt aus einer geheimen Überlieferung. Schwing den Hammer hoch und verinnerliche die Kraft des Waldes. Dann schlage geschmeidig zu. Durch diese Prozedur wird man zum Zwerg und passt durch jedes Mauseloch. In dieser Größe erlebt man so manches kleines Abenteuer. Ein weiterer Hammerschlag macht das Schrumpfen rückgängig. Zack, bam. Probier's mal aus. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Tut mir leid, Mario. Oh! Schon beim ersten Mal beherrscht er die Waldenergie und den geschmeidigen Schlag. Klar, Luigi ist ja auch grün, er hat von Link gelernt. Nun gut. Und jetzt die Rückverwandlung? Exzellent! Du bist ein Naturtalent. Gut, und jetzt zeig du mit deinem roten Hammer, was du kannst. Und gib ihn mir mal. Oh, der Hammer ist nicht rot. Ich muss was mit meinen Augen haben. Entschuldigung. Berühre zuerst mal den Touchscreen und dann L und R. Aktion mit A. Nutze die Energie der Erde und schlage flink wie der Wind. Wird man von diesem Hammer getroffen, so sinkt man bis zum Haupt in die Erde ein. Natürlich kann man sich wie gewohnt mit Hilfe vom Schiebepad bewegen. So kannst du Zäune unterwandern. Die Maulwurfsperspektive erlaubt vielerlei Abenteuer mit Tiefgang. Drücke einfach B, um wieder aufzutauchen. Probier's mal auf. Krass, das ist die Energie der Erde. Der Schlag so flink wie der Wind. Perfekt. Und nun drück B, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Fantastisch. Nun, kommen wir zur Praxis. Zum Einsatz der Hammeraktion. Verwendet die gelernten Aktionen, um aus den Zimmern rechts zwei Kelche zu holen. Diese beiden Kristallgläser stellen kostbare Schätze dar. Es sind die Wunder von Bonia. Ihr Glanz passt zu euch beiden, da ihr die Hammeraktion so brillant beherrscht. Wohlan, werte Herren, findet die zwei Kelche. Sind wir jetzt bei Indiana Jones oder was? Naja, wie dem auch sei. Sie haben uns diese geile Technik beigebracht, also bringen wir ihnen die Kelche und die erste Bohne wird auch noch
geerntet. Einfach in den Boden rammen, den guten Luigi, und dann zack, ausgraben. Eine Grinsebohne. Ja, endlich müssen wir sie nicht mehr markieren, sondern können sie direkt ernten. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So. Luigi kann jetzt hier mit dem Hammer auf den Schalter hauen. Dadurch geht das Gitter runter. Durch Drücken von Y können wir zu Mario wechseln. Uns zusammenfügen und mit dem hohen Sprung dann letztendlich diesen tollen grünen Kelch in unsere Hände nehmen. Sein Funkeln blendet dich. Oh ja, total. Bitte nicht auf Knöpfe an der Wand schlagen. Oh, Entschuldigung. Also, als ob man dafür wirklich einen Tipp gebraucht hätte. Maulwurfszimmer. Achtung, bei Kriechgängen unter dem Zaun Verschmutzungsgefahr. Keine Haftung für Reinigungskosten. Luigi, du kannst ja duschen, oder? Ist ja kein Problem. Eisenplatte. Hochqualitativer Werkstoff verwendet. Absolut maulwurfsicher. Mäusezimmer. Bitte nicht den Kopf am niedrigen Eingang stoßen. Ja, weil damit man den anderen Kelch nicht auch mit Luigi holen kann, haben sie sich das hier einfallen lassen. Geht nicht. Aber Mario, der kommt da rein. Mini Mario. Und das war's auch schon. Du erhältst den roten Kelch. Sein Glanz blendet dich ebenfalls. Irgendwie war Marios Mission ein Ticken einfacher. Wie unfair. Hammer. So, jetzt wird's wirklich eng. Ich glaube, der Touchscreen wird immer wichtiger, um schneller mit den Aktionen klarzukommen. Oh, der rote Kelch und der grüne. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulös. Da ihr die Hammeraktion jetzt beherrscht. Und zwar perfekt beherrscht, können wir euch nichts mehr beibringen. Fabulös! Wohlan, ihr werten Herren. Betretet den Wald und findet die legendäre Cuvée Extrem. Danke für eure Hilfe. Aber eine Hand wäscht ja auch bekanntlich die andere. Das war der Lohn dafür, dass wir sie aus dem Fass rausgeholt haben. Ich habe kurz überlegt, ob wir nochmal zurückgehen sollten, um die Beeren zu... Beeren? Habe ich die ganze Zeit Beeren gesagt? Bohnen sind es, Junge. Bohnen. Hallo, was laberst du denn? Ich glaube, ich habe den ganzen Part über Beeren gesagt. Ich entschuldige mich dafür. Es sind Bohnen. Grinsewald, da ist er also. Na, endlich. Die Musik ist voll cool. Wie eigentlich im gesamten Spiel. Ich glaube, ich werde in jedem neuen Bereich die Musik loben. Ist normal. So, selbstverständlich haben wir auch neue Gegner. Diese hier sind stachelig! Und daher sollte man Sprünge vermeiden. Es sei denn, man hat Fähigkeiten oder Kleidung, die einem dies erlauben. Haben wir aber, glaube ich, gerade nicht ausgerüstet. Also wenn überhaupt, könnten wir nur Marios Platzspieler Plus verwenden. Oder geht das hier auch schon? Ach ja, und wir haben eine neue Paarattacke. Nur so nebenbei. Hier steht nichts von stacheligen Gegnern, aber der Schlagbrüder geht, soweit ich weiß, auch auf Stachelige. Deswegen probieren wir es aus. Ist es denn genauso wie früher? B, B, A. Ja. Also von der Kombination her schon. Ich hoffe, das Timing ist auch ähnlich. Nicht, dass ich gleich... Fehle. Nee, alles voll okay. Die erste Bewegung von Luigi wirkt zwar ein bisschen weird, also das sieht so aus, als würde das nur in 15 FPS laufen oder so, aber egal. Solange wir es dadurch einfacher timen können, no problem. Aber ernsthaft, da war die Bewegung im GBA etwas flüssiger. Nun denn, next fight, komm her da. Mario freut sich. Klar, gibt ja auch Erfahrungspunkte. Aber das war jetzt kein Erstangriff. Naja, bei der Gelegenheit kann ich auch euch noch den Hackebrüder-Move zeigen. Also auch hier A, B und A spammen. Auch relativ gleich geblieben. Man muss halt nur ein neues Gefühl für die Timings bekommen. Also A, B und Vorsicht, erst drücken, wenn Mario rot leuchtet. Sonst wird der Angriff versaut. Das wollen wir ja nicht. Ich finde es, by the way, ziemlich witzig, dass in diesen stacheligen Monstern ganz normale Beanies stecken.
weiß nicht, wie das passiert, aber gut. Oh, fuck. Pieksnuss. Naja, gut. Vielleicht ist das die Babyform. Was allerdings seltsam ist, weil eigentlich sind die Pieksnüsse stärker als die normalen Babys, aber naja. Oh, schöner, toller Treffer, Luigi. Props an dich. So, und jetzt werde ich die Folge beenden und ans Ende noch die Bohnen aus dem Anfangsbereich reinschneiden. Ich glaube, das ist klüger, als wenn ich jetzt zurückrenne. In der nächsten Folge geht es dann im Grinsewald weiter. Oh ja, und die hier nicht vergessen. Diese einen Raum weiter ebenfalls nicht. So, und jetzt kommen die Bohnen, weswegen ich eigentlich diesen Rücktritt angetreten habe. Die im Anfangsbereich und die außerhalb. Da müssten wir ja drei Stück haben. Ich komme noch mit den Knöpfen irgendwie durcheinander. Keine Ahnung, das war, glaube ich, damals auch ein bisschen anders. Naja. Ja, es sind sogar vier hier draußen. Alter Schwede. Aber das wird generell eine heftige Mission, alle Bohnenfelder zu finden. Wenn das denn überhaupt notwendig ist. Aber wir sammeln auf alle Fälle fleißig und ich als YouTuber sammle auch Daumen. Daher liked doch gerne, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Episode und ciao.